Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Master. Wie ist mit mir dem Mann gleich? So, wir schauen hier vorne rein. Hier müsst ihr nach wie vor der Mythic Boomhauer drin sein. In Mamas altmodischer Statue hier unten sehen wir auch schon rechts eine neue Tirebox aufpoppen. Die schauen wir uns mal an. Die Rock Musical Tirebox ist diese da mit Musical Linda, K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Marbo, Troubadour Jeff, Mac Griffin. Hier interessant, die Sing and Swing schon. Wieder so eine starke Pre-Combo, Epic Pre-Combo. Schaut euch das mal an, wenn man die hochlevelt, wie weit die hochgeht. 1345, das ist schon interessant für ein Defense-Deck. Ja, dann schauen wir auch hier mal rein in die Combos. Hier haben wir diese Musical Lindas. So, ist diese Kombo, die haben wir ja vorhin schon gesehen. Wir können sie uns trotzdem mal genauer anschauen. Jetzt hier ist diese da mit einer Linda. Da kann ich eigentlich jetzt auch schon maxen. Roller Disco Courtney Fourscore. Also mit Musikkarten. So. Rubberneckers, Karaoke, Marbo, da kommt auf der rechten Seite was relativ Defensives bei raus. Die Musical Linda mit Leech und mit einer Mauer und mit einem Burger zum Heilen. So, die nächste Kombo ist hier Christian Rocks. Und Christian Rocks sieht folgendermaßen aus. Das ist ein Bobby. Müssten wir eigentlich auch mal jetzt hier maxen, ne? K-Pop Joe. Christian Rock kommt auch wieder nur was Defensives bei raus. Mit Cripple, einer Mauer und Cheers. All, aber auch wieder nicht all eingeschränkt. So. Also mit K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, K-Pop Cleveland, Courtney's Dead, Fart School Jimmy Jr., Skidders, Golden Fiddle und Pimp Meisley. So, dann haben wir hier die Burger and Fries, Louise. Schauen wir uns die auch mal an. Ist diese da? Eine Louise mit hier auch wieder Musikkarten, The Borax Kit, Hottie Salon. Nee, das sind alles Kostümkarten. Borax Kit, Hottie Salon, Furry Convention, Shrimp Dress, Shrimpy Shrimps. Equestronaut-Kostüm, Stan's Haunted House, und jetzt kommen die Musikkarten da unten, genau, Oldies with Goodies, Pimp My Slay, Rubberneckers, weil es ist eine Kombination, also die hat zum einen, auch wenn hier nur Kostüm angezeigt wird, die hat Kostüm und Musik-Effekte, und das macht die natürlich ziemlich stark und ziemlich effektiv. Wir haben hier zum einen eine Bombe und wir haben das Gas, und das ist schon gut, definitiv, ne? So, dann haben wir hier Sing and Swings. Sing and Swings ist das da. Das sind Brian. Oldies with Goodies. K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, Rubberneckers, Pimp My Slay. Und da kommt auf der rechten Seite was mit Leech raus. Also es ist jetzt keine aggressive Combo bis jetzt dazwischen gewesen. Alles nur defensive Dancing Peggies. Schauen wir uns die mal an. Dancing Peggies ist das da. Auch wieder eine Peggy mit den ganzen Musikkarten, mit Nibbler on the Roof, dann mit Big Mountain Fudge Cake. Du hast hier viel Motivieren, du hast viel Hijack, du hast viel Blutsauger bzw. Leech. Turn in Jeff und Rubberneckers. Ja, die ist schon stark. Aber halt, wie gesagt, eine sehr defensive Karte. Hier haben wir noch die Maggie Mac. Jetzt bin ich Maggie Mac.
So, das ist diese da. Und die können wir gleich schon wieder maxen hier, weil es nur als Legendäre noch da unten geht. Dann haben wir hier mit Nibbler und Roof. Mit 18-fach Revanche, 21-fach Cripple und 14-fach Craze. Das ist schon echt nicht schlecht. Ist definitiv ein, oh, mit 19-fach Craze, mit dem Nibbler und Roof in der Mythic-Version. 13, 15, 14, 14. Ja, das ist auf jeden Fall mit einer der interessanteren Kombos hier. Ich bin jetzt nicht so wirklich krass begeistert von diesen ganzen Musikkombos, die da jetzt aktuell drin sind. Aber gut. So. Dann gehen wir mal hier rein, schauen wir mal, was gibt's denn da jetzt noch. Also wir haben hier diesen Sing and Swing. Das war ja die gewesen, die ich am Anfang gezeigt hatte. Hier bis zu Tier 3 hast du auf jeden Fall schon mal mindestens zwei Leggies. Mindestens zwei Leggies. Du hast auch noch ein paar Puls, zwei Puls, vier Puls, fünf Puls. Ja. Und da ganz hinten kommt die Musical Linda mit ins Spiel, so ab Tier 5. Allerdings ist das dann doch schon ganz schön heftig. So. Ja, dann haben wir die Burobu Tire Box. Hier mit Medicated Stewie, Zack Sentmanson, Philip J. Fry, Dr. Amy Wong, Chilla, Addict Wayne, kabelloser Audio dran, Audiosender. Und mit dieser Fülle von Kombos hier, die ich in dem anderen Video bereits erklärt habe, vorgestellt habe. Da der Burobu die Burobu Challenge wahrscheinlich jetzt regelmäßig kommen wird, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da ein gescheites Deck zusammenzubauen. Rooftop Drunk, Thunder Cocktails, Party im Biertank, Peter und Professor Farnsworth, auf jeden Fall eine nice Mythic Box. Ja, da sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt und hier haben wir natürlich heute die absoluten Oberknaller. Also da muss ich sagen, die sind ja besser als das, was wir eben gerade gesehen haben. Wir haben hier zum einen Super Dance Squad. Ein Super Dance Squad sollte jedem ein Begriff sein. Das ist natürlich schon der absolute Oberknaller. Mit einem Fry. Ich maxe den. Oh, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich maxe den jetzt mal. Da hast du hier unten den Fry mit K-Pop Joe, Troubadour Jeff, mit Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marabou, K-Pop Cleveland, Nibbler on the Roof, Turnin' Jeff, Oldies with Goodies, K-Pop Video, Big Mountain Fudge Cake und Pimp My Sleigh. Da kommt auf der rechten Seite was raus mit richtigen Cheers All und mit Craze, also berauscht und mit einer Mauer. Das ist schon ziemlich geil. Hier oben mit Nibbler on the Roof, 15-fach. Ja, da werden mit Sicherheit der ein oder andere Whale wird da seine teuren Gems reinbuttern, weil die Combo ist echt krass. So, nicht weniger uninteressant. Crack Addict Stan. Schauen wir uns jetzt auch mal an. Ist dieser da? Und da kommt tatsächlich ein Stan raus. Also hier ein Stan. Wie soll es auch anders sein? Crack Addict Stan mit Drogenkarten. Und das Ding ist natürlich auch ein Monster mit der Mauer, mit Berauscht und mit Gas und davon echt viel. Das ist ziemlich heftig. Und auch hier wiederum kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Pay-to-Win-Spieler hier seine Gems investiert. So, dann haben wir den Burger Addict Teddy. Auch der nicht zu verachten. Schauen wir uns den mal an. Ist dieser da mit einem Teddy? Prescription Weed. Und guck mal, was da hinten rauskommt. Ne? 50 im First Hit. Leech. Cripple. Mit Leon Petard. Hype No Toad. Mit Baked Evil Monkey. Boah, Baked Evil Monkey sogar. 54. Chinchilla Addict Wayne. Toad Licking. Also auf jeden Fall eine mega krasse Combo. Also wer einen Teddy
In der Mythic-Version hat, der sollte sich diese Combo definitiv heute holen. Ganz anders sieht's aus mit B6. Nein, das ist keine Bundesstraße. So, das ist das hier, B6. Das ist einmal K-Pop-Video oder hier unten Big Mountain Fudge Cake und dann kommt da rechts einfach nur Cheers raus. Das ist auch noch eingeschränkt. Die Karte ist der letzte Schrott. Uninteressant. Also, was können wir über den heutigen Shop sagen? Drei mega krasse Kombos. Super Dance Squad, Crack Addict, Stan, Burger Addict, Teddy. Für alle was dabei, für die Pay-to-Win-Spieler und für die Free-to-Play-Spieler auf jeden Fall. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.